Herzlich willkommen in Zillingdorf am Faschingdienstag. Der Fasching geht dem Höhepunkt zu. Der Faschingdienstag und der Zillingdorfer Faschingsumzug sind weit im Bezirk bekannt und in ganz unserer Umgebung und freue mich über die vielen Teilnehmer, die jedes Jahr zu uns kommen. Die Einzigartigkeit des Zillingdorfer Faschingsumzugs liegt darin begründet, dass die ganze Ortsbevölkerung wirklich teilnimmt. Es ist selbstverständlich für einen richtigen Zillingdorfer, dass er am Faschingdienstag zu Hause ist und nicht arbeiten geht. Es gehört einfach dazu, so wird man erzogen. Bei uns sind 60 bis 70 Faschingsgruppen, die den Fasching gestalten, ca. 25 Wegen jedes Jahr und sicher an die 100.000 Rosal, die Jahr für Jahr gemacht werden. Und rutschig ist mir auf einer Saffen, wenn's kommen unter die Autoraffen. Kroden am Abend, Kroden in der Früh, Kroden gibt's in Zillingdorf nur. Und vor lauter Freit hupfen's kurz und einmal weit. Und wenn's das hupfen unterlassen, dann kicken's meistens auf der Straße. Groden gibt's in Zillingdorf in jeder Gress. Bei so vielen Groden kriegst leicht an Stress. Leid, ich sag's euch, ich hol's nicht aus. Der Wirt hat auch ein Grod im Haus. Und ich weiß, wovon ich red. Er ist der erste Zillingdorfer Grodengeld. Und am Abend, wie man hört, gibt's fast jeden Tag ein großes Konzert. Es singt und spielt das halbe Jahr der Zillingdorfer Kronenchor. Quack war dort, quack war da. Auf Nacht, da sind die Kronen froh. Wir Zilli Zillingdorfer haben grad drauf, sind wir so stolz.